Hallöchen, ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Grobi. Ich habe einen kleinen Teddy-Haul für euch. Ich war nicht mal bei Teddy, weil ich diese Enamel-Dots suche. Aber ich habe sie nicht gekriegt. So, dafür habe ich gekriegt diese kleinen Luftpolster-Umschläge. Da kosten 4 Stück 1 Euro. Und weil ich nicht weiß, ob wir dieses Jahr wieder die Weihnachtsgoodies für meinen Mann, seine Kollegen per Post verschicken, habe ich mich damit eingedeckt. Ich habe mitgenommen, die da waren, weil bei Action gibt es die nicht mehr. Da gibt es noch größere. Und woanders habe ich geguckt, gibt es auch noch die größeren. Aber ich denke mal, die reichen. Muss ich mir wieder was einfallen lassen als Kleinigkeit, was ich machen kann. So, ich mache sie mal ein bisschen zur Seite. Dann habe ich mir mitgenommen Schwämme für 1 Euro, 18 Stück. Weil irgendwann sind die ja all und dann sind die mal alle. Und dann braucht man ein paar neue. So, dann habe ich voll süße Aufkleber gefunden. Die hier sind 4 Stück, kosten 1 Euro. Aber ich fand die so niedlich. Ich denke mal, damit hat man, da braucht man eigentlich nur auf eine weiße Karte die aufkleben. Spruch Merry Christmas ist eigentlich schon fertig, oder? Mal gucken, was wir damit machen. Die fand ich sehr schön. Und für 1 Euro habe ich mir mal hier grüne mitgenommen. Die fand ich hübsch. Und aus Frust, weil ich die Enamel Dots nicht gekriegt habe. So, was haben wir denn noch? Ich habe mir Hausschuhe gekauft für 3 Euro. Für hier oben. Ich laufe ja am liebsten barfuß. Und wenn ich dann hier oben eine Weile sitze, ich arbeite ja hier oben im Dach. Und ich bastel hier auf der Seite im Dach. Und da habe ich, kriege ich dann, wenn ich so eine ganze Weile sitze, kriege ich echt kalte Füße jetzt. Und die kann ich immer schön hier oben lassen. Und wenn die Füße kalt werden, kann ich da einfach mal schnell reinschlüpfen, habe ich mir so gedacht. Wartet mal, hier ist noch so ein Pika drin. Ja. Ist der hier drin irgendwo? Na? Wo ist mein Pika? In der Zwischenwand. Okay, auch nicht verkehrt. So, guck mal. Die sind bestimmt schön warm. Und einfach da, um so reinzuschlüpfen, wenn die Füße mal kalt werden zwischendurch. Ja. Durften die mit. So. An Mülleimer komme ich nicht ran. Da steht meine Tüte drauf. Was ist denn? Also, heute läuft es nicht so. Dann habe ich mir mitgenommen für 1 Euro hier so eine süße Haarklammer. Ich habe zwar schon eine, aber die ist so plastisch, die ist so 3D. Ich habe so eine ganz flache, die man sich ins Haar macht. Aber die fand ich ja hübsch. Das war nur so ein Metallclip. Aua, das tut ganz schön weh. Vielleicht sollte man da noch ein bisschen Moosgummi oder so drauf machen oder Filz. Süß. Musste mit. Furchtbar, oder? Da habe ich mir noch einmal Kabelbinder mitgenommen. Das sind 25 Stück von den großen für 1 Euro. Für meine Tierkameras. Um die festzumachen. Und dann habe ich einmal Sonnenblumen mitgenommen für 1 Euro. Das sind nur so ganz normale ohne Stiel. Ich will ja immer mal im Gästebad irgendwas dekorieren, aber ich komme da nicht zu. Und guck mal, so Weihnachtstaschentücher, also die sind glaube ich innen auch bedruckt. Die Taschentücher, oder? Guck mal, wenn man hier so reinguckt, ist da ein Muster drin. Da habe ich mir gedacht, für die Arbeitskollegen bei mir, so eine aus Papier so Taschentücherboxen
aufmachen und dann die Taschentücher da rein. Da habe ich die mitgenommen. Und die waren auch süß. Guck mal, hier mit dem Rentier. Die haben gekostet, ich glaube auch 1,55 Euro. Ja, 1,55 Euro. So, was haben wir noch mitgenommen? Hier so ein Band, wo Merry Christmas draufsteht. Steht hier drauf, was das ist. Also es ist schon Kunststoff. Es ist aber ganz schön fest. Also so eine, es sieht aus wie Bast, aber ich würde sagen, es ist Kunststoff. Hat gekostet 12 Meter, 1,55 Euro. Und als Schriftzug auf einer Karte, habe ich mir gedacht, kann man das ganz gut benutzen. Was haben wir hier noch? Ah. Jelly Beans für 1,55 Euro. Die habe ich total vergessen. Sonst wären sie jetzt auch schon leer. Aha. So, dann habe ich noch einmal Adventskalenderzahlen mitgenommen für 1 Euro in so einer Hausform. 24 Mal. Also ich denke mal, es ist ein, also 24 einzelne Aufkleber für einen Adventskalender. Und wer, ich habe ja noch die Tüten. Wo habe ich denn die jetzt hingepackt? Die hier vom Action. Für 1,49, 24 Stück. Das ist immer ein Adventskalender. Dann habe ich für 2,50 Euro ein Adventskalender. So, jetzt wühle ich hier noch meine Tasche. Dann gab es hier noch so eine Filzsticker. Da sind Weihnachtsbäume drin und so Kränze mit Glitzer drauf für 1 Euro. Ja, irgendwie ein bisschen kindlich und kitschig, aber irgendwie auch ganz süß. Deswegen durfte das auch noch mit. Und ich habe noch einen Stempel gefunden. Und zwar den hier für 1 Euro, der war herabgesetzt. Da fand ich die Bäume ganz interessant. Und die Häuschen hier. Die Kiste ist irgendwie auch cool, das Auto. Der hat Blaulicht, das ist also okay. Gut, also ein paar davon werde ich bestimmt benutzen können. So, jetzt schauen wir nochmal. Hier ist nur noch mein Bon. Was haben wir bezahlt? 33,75 Euro. War da noch was mit bei? Nö. Kabelbinder, Dekorations- und Luftpolstertaschen. Na gut, das waren ja schon eine ganze Menge. So, das war mal ein Teddy-Haul. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Enamel-Dots gekriegt habt. Und ob das vielleicht doch beim Kick war. Ich glaube, es war Teddy. Ja. Okay, das war's schon von mir. Dann werden wir hier mal wieder ein bisschen Ordnung schaffen. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt mir alle schön gesund und wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss, eure Grobi. Tschüss.